So, ich stümper, da sind wir wieder. Fort von Oxbay, Oxbay Hafen. Also, was ich vorhin sagen wollte, so eine komische Mod, ich glaube, die hieß New Horizons oder so. Irgend sowas in der Art. Sollte ziemlich viele neue Features mit ins Spiel bringen. Glaube ich auch, ich habe es auch gespielt kurz, es war aber ein sehr Ungamer. Oder das liegt wieder an diesem scheiß Windows 7, was übrigens unbedingt besser als das Windows 8 oder so. Sag ich einfach so. Und, ja, keine Ahnung, also ich habe jetzt nicht so viel davon mitbekommen. Kommt näher, Sir. Ich habe alles, was ihr braucht. Aber das sah schon ziemlich geil aus, alles. Hatte irgendwas? Nein. Kommt näher, aber, Sir. Ich habe alles, was ihr braucht. Es sah ziemlich geil aus, alles. Es hat wirklich einige neue Features mit reingebracht. Man konnte verschiedene Charaktere wählen, soweit ich weiß. Es gab natürlich neue Stories, alles mögliche, neue Schiffe, soweit ich es gesehen habe, keine Ahnung. Halt vieles Neues alles. Alles in allem ziemlich geil, ja. Nur, ich weiß nicht, es war so verbuggt, es ist so oft abgestürzt und irgendwie hat es dann... Guter Mann, wir flicken hier Schiffe, keine Nussschalen. Gut, erstmal verkaufen wir das Schiff. Ja, den können wir absetzen. Oh, da hätten wir jetzt die Brick doch holen können. Naja, egal. Gut, repariert. Oh, jetzt. Guter Mann, wir flicken hier Schiffe, keine Nussschalen. Ja, lebt wohl, genau. Und mein lieber Captain, passt besser auf euer Schiff auf. Genau. Ja, habt ihr sie abgeliefert? Nein, da waren komische Piraten. Irgendetwas. Zwei Männer, die mit keiner Klinge zu töten waren. Großer Gott, dann ist das also wahr. Was ist wahr? Gibt es etwas, das ihr mir erzählen solltet? Oh, Nein. Es ist nichts. Nur schade, dass ihr angegriffen wurdet. Entweder ihr spuckt es jetzt aus, oder ihr spuckt Blut. Ihr habt die Wahl. Warte. Ich erzähle euch, was ich weiß. Da gibt es diese Geschichte über einen schrecklichen Piraten. Er hat Schiffe geplündert und versenkt und hat gnadenlos gewütet. Und eines Tages tat er etwas so Grauenhaftes, dass Gott sich für immer von ihm abwandte. Dieser Pirat wurde etwas Unaussprechliches, ein lebender Leichnam. Man sagt, er und seine Crew jagen und plündern noch heute Schiffe und keiner kann ihnen widerstehen, weil man sie nicht töten kann. Es heißt, sie suchen etwas, alte Münzen oder einen Schatz, der hier im Archipel verschollen sei. Das ist Schwachsinn. Eine Gruselgeschichte für Kinder. Tatsächlich, ihr habt diese Piraten mit eigenen Augen gesehen. Ich schick dir diese Kiste meinem alten Erzfeind, Charles, im Glauben, dass sie den Schatz... den Schatz erhielte, hinter dem sie her sind. Ich hoffte, sie würden ihn vielleicht finden und töten. Ihr müsst mir glauben, ich hätte nie gedacht, dass sie euch zuerst kriegen. Überhaupt diese Kiste her. Ein Mann verkaufte sie mir. Er verlangte sehr wenig dafür und versprach, dass ich meinen alten Rivalen los würde, indem ich sie einfach nur zu ihm schickte. Wo finde ich ihn? Er lebt der verlässte Fleur. Nein, bitte nicht. Na, beim Hafen. Mit ihm solltet ihr reden. Er weiß viel mehr über die Kiste als ich. Euer Glück, dass ich ein Ehrenmann bin. Okay. Sonst würde ich Genugtuung von euch verlangen, weil ihr mich in solche Gefahr gebracht habt. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zu diesen... Ne? Zu diesem Völkchen. Um natürlich alles Unheil kommt von Frankreich. Das sagte ich schon immer seit der ersten Folge. Und auch unser stolzes Schiff. Und von dort aus werden wir dann... Weiß ich nicht. Öffnen, ja. Wir werden jetzt... Werden wir zuerst in Frankreich fahren? Wo liegt denn? Verlässte Fleur liegt... Ach, scheiße. Okay, ich habe einen Umweg nach Verlässte Fleur gemacht. Dann werden wir doch wohl hingehen. Eine Nebenquest vorerst zu erfüllen können wir entscheiden. Das dürften Spanier? Spanier sein, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Möglich. Wahrscheinlich. Ja. Piraten. Hallo. Hallo, little Bambi.
Bye. Ich kann nicht speichern. Die Black Pearl, ey, wie geil. Okay, ich greife die jetzt mal nicht an. Die ist freundlich. Scheiße, die Black Pearl. Alter. Ich mache jetzt... Scheiße, nein, segel nicht davon, du Nuss. Nein, ich kann die nicht angreifen, oder? Ey, was machen wir jetzt? Scheiße. Nein. Kann ich? Ich kann die nicht angreifen, oder? Nee, es geht nicht. Die ist viel zu schnell für mich. Die ist viel zu schnell. Ja. Komm schon, bitte enter oder sowas in der Art. Nein. Falsche Richtung. Ja. Nein. Shit. Hallo? Ist die Black Pearl? Scheiße, was sollen wir jetzt machen? Ja. Komm, einfach reinfahren. Wie Asterix und Obelix in das Piratenschiff reinbrettern. Das einfach durchtrennen. Nein. Ich glaube, das schadet unserem Schiff. Der Black Pearl schaut es auf jeden Fall nicht. Nee, ich. Schiss drauf. Ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt. Ist die hier? Nein. Das war interessant. Hallo, du komischer Mensch. Du stehst hier einfach rum, also spreche ich dich an. Ah, hallo, mon ami. Ja. Hallo, Redmond. Der sieht aus. Hallo, mon ami. Dieser Typ ist Flotte Karibik. Also, das ist sehr gut. Ach, ich weiß nicht, wie er heißt. Dieser eine Alte da. Ihr wisst schon, wen ich meine. Ah, die komische Franzose. Ich mag die Franzose nicht. Die sind unfreundlich. Gut, wir müssen jetzt in der Nähe des, Hafens, ist der, den wir suchen. Des Hafens ist gut, verlässt die Flöhe ist groß. Ich klappe einfach mal Kreis wieder. Hausen verlässt die Flöhe. Ist hier ein Mensch drin? Ja. Ja, Gouverneur? Henry. Henri. Ach, keine Ahnung. Tagchen. Was ist denn? Wie ich höre, wisst ihr eine Menge über das Schiff aus. Allerdings, das stimmt. Ich bin auf diesem Schiff zur See gefahren. Aber es ist viele Jahre her. Psst! Still, Kamerad! Auf ein Wort? Nein, ich bin nicht still. Und es nahm ein böses Ende. Um genau zu sagen, während meiner Zeit auf der Black Pearl geschah etwas. Das trieb mich weg von der See. Und das ruhige Leben hinein, das ich heute führe. Was geschah? Warum wollt ihr so viel saufen? Die Black Pearl war immer ein Piratenschiff. Das will ich nicht leugnen. Früher einmal hatte unsere Crew größtes Glück. Unser Laderaum war immer voll bis oben hin. So viel Gold, wir gaben alles aus, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden. Und diesen Goldstücken gab es eine, die waren so groß und schön, wie man es sich kaum erträumen kann. Natürlich gaben wir auch diese aus und scherben uns nicht darum. Doch heute denke ich, es klebte eine Menge Blut an diesem Gold. Und ein schlimmer Fluch. Eine nach dem anderen wendeten wir uns gegeneinander. Bald gab es Mord und Totschlag. Die Besten von uns wurden getötet und ich und ein paar andere wurden auf einer Insel ausgesetzt, um dort zu sterben. Kennt man das nicht? Irgendwie haben wir überlebt. Aber andere hat der Fluch erwischt. Sie wurden zu lebenden Leichnamen. Ihr lacht jetzt vielleicht, mein Junge, aber so ist es. Bei Tag sehen sie aus wie Menschen, aber das Mondlicht erhöht ihre wahre Gestalt. Sie sind lebende Skelette, ja, wahrhaftig. Weder Kugeln noch Klingen vermögen sie zu töten. Gewiss sehen sie sich den Tod herbei.
Ich bin sicher, dass du in sie, doch ihre Sünden und der Fluch halten sie fest in dieser Welt. Ich glaube euch, ich bin ihnen nämlich begegnet. Dann ab ihre große Sünde. Eure Laufbahn als Schurke ist beendet! Warum hat er jetzt einen britischen Arsch drauf? Das Einzige, was diesen Teufeln ihren Frieden bringen kann, ist diese verfluchte Münzen wieder zu beschaffen. Das ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Sicher sind sie mittlerweile im gesamten Archipel verstreut. So groß ist er nicht. Aber nichts, diese Skelett-Piraten probiert davon mal alles rum. Zu versuchen. Davon wachse und wenn ihr eine dieser Goldstücke besitzt, werden sie euch jagen, bis sie es in ihre knochigen Finger bekommen. Ja, echt unglaublich. Jedes Wort davon ist wahr. Ich habe die Hölle gesehen, das sage ich euch. Und ich habe seither nie wieder eine Waffe angerührt. Für mich ist es aus mit der Seefahrt und der Räuberei. Ich bin ein frommer Mann geworden. Ich gehe regelmäßig in die Kirche, ich lese meine Bibel und ich rate euch, dasselbe zu tun, jüngerer Mann. Dank für euren Rat, aber ich fürchte, es ist zu früh für mich, ein ruhiges Leben zu führen. Alles Gute wünsche ich. Gut, das war krüppeliger französischer Akzent, aber Schiss drauf. Super, mehr über die Black Pearl in Erfahrung bringen. Genauer geht's ja wohl nicht. Laden, aber das speichere ich jetzt mal. Ihr bekommt französische Qualität und Service. Französische Kartätschenpistole. Nice, aber nein, danke. Wir machen eil eure Schiff viel schnell, Monsieur. Ja, macht das. Eine Fregatte. Ja, gut. Ich meine, ganz so viel Geld haben wir es noch nicht, ne? Shit. Rathaus vielleicht. Ja, nee, vielleicht kann der irgendwo für uns tun. Wenn ihr seid in dieser Art, wenn ihr seid in Frankreich. Er hat einen Auftrag. Ein englisches Kriegsschiff blockiert die Handelsrouten in unseren Gewässern. Unsere Flotte ist anderswo mit wie einer wichtigen Operation beschäftigt. Schiff versenken? Genau. 5000? Nö. Ich werde keine Engländer verraten. Ich glaube, es hakt. Vor allem nicht für den Franzosen. Offizier! Navigator, wie viel verlangt ihr? 2200? Ich habe alles, was ihr braucht. Shhh, ach, fuck off. Keine Beute, nichts im Sack. Nein. Was gab er da? Kommt und seht euch um, wir haben alles. Ich bin zwar nicht für unseren Togomoran, mein lieber Kerl. Kommt näher, Sir. So. Ja, Governor. Grüß euch, ich habe euch eine Weile nicht gesehen. Wie geht's? Gordon Carpenter, wer ist das denn? Kriegt er ein bisschen mit? Immer gern. Hä? Ja, Governor. Black Pearl. Das habe ich auch gesehen. Was ist besonders daran? Die Black Pearl ist ein schlimmes Schiff. Alle meine Freunde, die sich damit eingesetzt haben, sind tot. Man sagte, der Captain, sie ist der Teufel selbst. Die Besatzung sind leblose Knochenmänner. Wenn es in dieser Gegend gesehen wurde, sind das böse Nachrichten, die verlässt der Föhr. Aber gute für die Welt. Nun, ich hörte, es gäbe eine einzige Hoffnung. Es wird gesagt, diese schwarze Fregatte sei fast unbesiegbar. Aber nur fast. Es gibt eine Sache, die fürchtet selbst der Captain so sehr wie wir den Tod. Ein verzauberter Rubin, der angeblich im wilden Dschungel der Inkas zu finden sei. Sie sagen, wer ihn besitze, sei durch nichts aufzuhalten. Wer sind Sie? Mehr manche ja. Aber es gibt nüchterne, verlässliche Leute, die diese Geschichte ebenfalls überhalten. Mehr und mehr Männer haben sich auf die Suche nach diesem Rubin gemacht. Okay. Irgendwas? Nix? Abtreibung? Shit. Okay, das war's. Für den Anfang. Keine Ahnung. Haben die schon? Oder ist das der holländischen Insel? Die Tochter von irgendeinem Spacko befreit, der in der Taverne sitzt. Ich glaube, das ist in diesem holländischen Kaff. Mein Game.
Ach, irgendwie. Ich habe gerade auch begonnen, Assassin's Creed 3 zu spielen. Selbstverständlich für die Xbox. Denn, gut, für den PC wäre eine Möglichkeit, aber sonst gibt es ja keine anständigen Konsolen im Moment. So. Und es wirklich, als ich war skeptisch, ob ich Assassin's Creed 3 mögen würde. Denn diese ganze römische und italienische Gedöns, so hat mich, das war wirklich cool. Echt geil. Da war ich ein bisschen skeptisch, ja, amerikanischer Bürgerkrieg, kommt bestimmt nicht so gut rüber. Aber, leckt mich am Arsch, das ist echt geil. Das erinnert mich immer wieder an das Spiel hier. Deshalb ich es auch sehr gern spielen. Nein. So, okay, das, ach komm, dann enter mal einfach. Wir haben jetzt noch einen Spacko. Ja, du kannst uns nichts. Ach, scheiße, der ist... Hab ich ja gar nicht abgesetzt. Also wird er gleich garantiert sterben. Das Internet hätte ruhig ein bisschen abenteuerlicher gestalten können. Aber, Schiss drauf. Ja, leck mich ab. Öffnen. Okay, halt dran. Gut, dann kriegst du jetzt erstmal ein... Kann ich dir was geben? Kann ich dir nichts geben? Oh, okay, dann wirst du sterben. Nein. Scheiße. Okay, Evans. Nicht sterben. Ei. Das ist ja eine Überraschung. Okay. Gut, dann kriegt er das Schiff. Vorerst. Nein. Charaktere. Connor Freeman, der hat einiges an Führungskraft, aber kann nicht so... Der kann besser segeln. Ach, Güter. Diese Schiebecke kriegt nichts. Da sind wir schon. Ich weiß auch nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Also werde ich es auch mal sein lassen. So, Taverne. Ah, da ist er. Nichts getan, wirklich? Ihr seid ein Schakale, der sich an den Knochen anderen gütig tut. Prügt euch. Wie meint ihr damit? Euch, eures gleich, Pirat, Seeräuber, Schmuggler. Ihr seid alle der Teufel im ganzen Haufen. Was ist passiert? Es geht euch nichts an. Unzuverlässig, verdorben. Fahrt dieselben Meere wie diese falschen Schlangen. Scheiße, welchen Ruf haben wir denn? Neutral, damit kannst du nichts anfangen. Aha, Jungchen, bin ganz ohr. Zimmerfrei. Ja, kriegt er Geld dafür. Zimmerfrei, übrigens eine ziemlich bescheidene Sendung. Obwohl ich glaube, in der Grundschule waren wir mal im Studio, wo das gedreht wird. Fällt mir nur was so um. Hat jetzt nichts damit zu tun, aber warum nicht? Schreiende Kinder auf der Kirche. Was ist das? Laden. Ich habe Hans doch gesagt, er soll diese Strohwaffels nicht essen. Sache für mich, genau. So, jetzt können wir erstmal das Bronzekreuz verkaufen. Ein bisschen Geld anscheffeln, weil ich jetzt gleich beichten gehe. Na nee, nicht beichten, ich gehe spenden, genau. Ich hoffe, das lohnt sich. Kirche, wo bist du? Kirche, Kirche, Kirche. Ich hoffe, ich fange nicht an.